Auch ein herzliches Willkommen hier aus dem schönen Rhein-Main-Gebiet. Wir haben uns heute im Hessischen hier versammelt. Natürlich geht es auch bei uns um einen gemeinsam für einen starken Mittelstand. Obwohl die Zeiten da draußen gerade andere Themen aufwerfen, bleibt das Unternehmerische ja trotzdem wichtig. Und wir müssen uns weiter um unsere Firmen kümmern und dürfen das auch tun. Dann herzlich willkommen und ich will Sie jetzt mal ein bisschen abholen in die Mittelstandswelt. Wir haben in anderen Webimpulsen mit unseren Nachfolgeexperten zusammen schon mal gesprochen über den Verkauf von Unternehmen, generell schon mal über, was ist denn die Nachfolge im Unternehmen. Heute konzentrieren wir uns mal auf die ersten Schritte. Wie fangen wir denn an, wenn so eine Übergabe ansteht oder übernommen werden soll? Ich freue mich auf die Diskussion mit meinen drei Gästen. Ich kann richtig zählen. Der Paul ist quasi hier der Host, nicht nur quasi, sondern Dankeschön, dass wir hier bei dir zu Gast sein durften. Die liebe Claudia Kinkel wird aus der Praxis berichten. Sie ist Unternehmertochter und kann uns hier heute erden. Dann habe ich zwei Experten bei mir. Angela Fuhrmann ist Mediatorin. Der Thorsten Unkelhäuser kümmert sich um die Finanzen. Beide sind Teil einer Gruppe, die nennen sich die Nachfolgeexperten hier im Rhein-Main-Gebiet. Da haben wir 6 Experten versammelt und wir verstehen uns da, naja, ich würde sagen, als Werkzeugkasten. Mit einem Schweizer Messer kann man vieles, aber nichts so richtig. In unserem Werkzeugkasten gibt es nur Profi-Tools und wenn man die ansetzt, kann man auch wirklich was bewegen. Aus diesem Kasten darf man sich bedienen und 2 Profi-Tools habe ich heute hier mit im Webimpuls. Wenn wir Sie für dahin beraten sollen und wir hoffentlich ein paar Fragen heute auslösen bei Ihnen, dürfen Sie uns natürlich herzlich gerne ansprechen. Dann gibt es Beratungsleistungen nach dem, was Sie brauchen. Also möchte ich mich erstmal um die Finanzsituation kümmern. Hakelt es vielleicht in der Kommunikation oder ich will mich vorbereiten, dann ist Angela die Richtige. Wir machen das ganz so, wie Sie das brauchen. Also es gibt nicht gleich die komplette Werkzeugkiste. Sie suchen aus, wen Sie brauchen und welches Werkzeug Sie von uns haben möchten, das dann auch wirklich den Belastungen standhält, die es bei Ihnen zu wuppen gibt. Ich heiße Sie willkommen hier in der Meisterwerkstatt sozusagen vor den Toren von Frankfurt. Wir sind ja hier kein Hobbykeller. Ihre Firma ist ja auch kein Hobby. Es geht ja wirklich um ernsthafte Angelegenheiten hier. Danke nochmal, dass wir heute bei EquipMe zu Besuch sein dürfen. Der Paul, hier links neben mir, Paul Martin, ist seit 2012 schon als Unternehmer. Du bist eigentlich immer in der IT-Ecke unterwegs gewesen in der Branche und hast jetzt vor einem Jahr nochmal was Neues gegründet, was jetzt in die moderne Arbeitswelt recht gut passt. Ich will gar nicht so viel erzählen, du kannst das viel besser. Lieber Paul, magst du uns ein bisschen abholen? Danke, Conny. Möchte ich gerne erstmal herzlich willkommen auch ans Publikum. Schön, dass der BVMB heute, man muss sagen, wieder zu Gast ist. so schön das ist, dass wir uns endlich wieder physisch treffen können und so schön es ist, dass wir hier auch schöne Räume haben, wo wir uns mit unseren Mitarbeitern treffen können, glauben wir bei EquipMe, dass die Zukunft der Arbeit zu großen Teilen, nicht ausschließlich, aber zu großen Teilen hybrid sein wird, mobil funktionieren wird. Das heißt, dass Mitarbeiter regelmäßig von zu Hause aus arbeiten. Das bringt Vorteile für die Arbeitgeber. Sie können ihre Flächen mittelfristig reduzieren und zu Kollaborations- oder zu Begegnungsstätten umbauen. Und für die Mitarbeiter bringt es Flexibilität. Was es aber auch bringt, ist Rückenschmerzen. Die meisten Mitarbeiter sind heute in ihrem Homeoffice. Genieß den guten Stuhl, weil nachher sitzt der auf deinem Küchenhocker eventuell wieder. Mhm. Und das geht vielleicht nicht nur dir so, sondern ganz, ganz vielen Arbeitnehmern da draußen, dass sie einfach suboptimal für das mobile Arbeiten ausgestattet sind. Es ist nicht ergonomisch, es ist nicht, wie soll ich sagen, auch produktivitätsfördernd, wenn ich auf einem kleinen Laptop mit großen Excel-Tabellen hantieren möchte. 64. Mhm. Und genau dem Thema nehmen wir uns bei EquipMe an. Das heißt, wir glauben, dass Arbeitgeber mittelfristig mehr Verantwortung für die Ausstattung ihrer Mitarbeiter im Homeoffice übernehmen wollen und auch müssen. Und wir haben dafür eine Online-Plattform entwickelt, die es ermöglicht, dass der Mitarbeiter sehr selbstbestimmt seine Wunschausstattung wählen kann, weil jeder hat ja sehr persönliche Präferenzen, wenn es um Elektronik geht oder auch andere Platzverhältnisse, wenn es zum Beispiel um Möbel geht. Trotzdem möchte das Unternehmen eine gewisse Kontrolle haben, nicht aber jeden Mitarbeiter 1.000 Euro in die Hand drücken und sagen, mach mal, sondern ich muss es als Unternehmen trotzdem irgendwo verwalten, zentral die Kosten kontrollieren, das Anlagevermögen am Ende wieder auch zurückholen können. Und genau diesen Prozess steuert EquipMe quasi von der Anforderung des Mitarbeiters bis zur digitalen Integration der Lieferanten, die das System dann einliefern und bis ins Homeoffice liefern. Und damit beschäftigen wir uns. Und ja, das finde ich so spannend, dass ich mir gedacht habe, kann man mit Mitte 30 nochmal ein neues Unternehmen zu gründen.
damit es nicht langweilig wird. Erst die Tochter, dann neues Unternehmen, weil die geht es wirklich voran, oder? Genau, meine Tochter ist jetzt ein Jahr alt, das heißt, Nachfolge ist noch ein Stück weit entfernt. Das nehme ich auch zum Anlass zu sagen, ich kann heute nicht dabei sein, ich habe jetzt noch einen weiteren Termin, aber ich wünsche euch eine tolle Veranstaltung. Ja, und freue mich schon aufs nächste Mal. Dass wir hier willkommen sind und wir kommen immer gerne, weil du machst uns einfach gemütlich und schön. Die Technik ist perfekt und man wird freundlich willkommen geheißen. Super. Danke, dass du euch eine schöne Veranstaltung. Dankeschön. Danke. Ach, der Mann ist so umsichtig, nimmt sogar sein Stühlchen mit. So kann das gehen. Ja, das Thema Liefern können wir nachher noch kurz anschneiden. Jetzt erst nochmal Dankeschön an meine Kollegen in Berlin, ohne die ich in der Unterstützung der Technik und der Bewerbung natürlich hier gar nicht das so durchführen konnte, wie ich wollte. Das ist mir wichtig zu sagen. Herzlichen Dank, liebe Kollegen, dass ihr mich hier so gut unterstützt. Bevor wir starten, noch ein paar Hinweise. Wir haben jetzt etwa eine halbe Stunde so ein Interview-Style hier geplant. Sie, ihr draußen, dürft gerne in den Chat, in die F&As, eure Fragen stellen. Die sehen wir hier, die kann ich direkt lesen. Die binden wir sehr gerne ein, weil ich finde, eine lebendige Diskussion macht einfach mir persönlich und euch hoffentlich auch mehr Spaß. Wir haben etwa 30 Gäste, die wir heute hier erwarten. Und ich bin gespannt, wie eure Fragen ausfallen. Meine Experten hier vor Ort sind gut vorbereitet. Falls mal einer zu sehr ins Plaudern kommt, was mir persönlich ab und zu passiert, falle ich euch einfach mal ins Wort. Das ist heute hier mein Job und bitte dann schon mal um Nachsicht, wenn ich das tun muss. Wem ich zu schnell spreche, der kann das nachher alles nochmal angucken. Das wird hier aufgezeichnet, unsere Veranstaltung, und ist dann im Archiv auf webimpulse.bvmw.de zu finden. Das dauert ein paar Tage, bis der Film dort auftaucht. Dort kann man sich das also nochmal in aller Ruhe im Nachgang nochmal angucken oder anderen empfehlen natürlich. Jetzt möchte ich euch gerne die Gäste noch mal ein bisschen genauer vorstellen, weil Angela heißt Diplom-Ingenieur Angela Fuhrmann tatsächlich in vollem, ist lizenzierte Mediatorin schon seit 2009 und autorisierte Prozessberaterin in dem Programm Unternehmenswert Mensch. Du weißt sehr gut, wie man mit emotionalen Themen umgeht und die wieder in eine gute Kommunikation zurückführt. Und du sorgst immer dafür, dass alle Beteiligten zu Wort kommen und ihre sich dort gut äußern können und die Ideen berücksichtigt werden können und auch wieder auf die sachliche Ebene zu kommen, um dann wirklich Lösungen gemeinsam zu entwickeln, wie es denn weitergehen kann. Habe ich das so etwa gut zusammengefasst? Ja, danke schön. Dann haben wir den Thorsten hier. Thorsten ist Inhaber der Taunus Financial Consult GmbH. Du machst seit 25 Jahren ganzheitliche Beratungen für Unternehmer und Unternehmerinnen. Und dein Schwerpunkt ist Vermögensplanung vor der Nachfolge, nach der Nachfolge und im Bereich dazwischen. Also dich kann man immer ansprechen, wenn generell über Vermögen und Finanzplanung gesprochen werden möchte. Richtig. Gut. Die Frau aus der Praxis, aus dem Mittelstand, Claudia Kinkel, ist seit 2007 Geschäftsführerin bei der SKS Kinkel Elektronik GmbH. Ich möchte es mal ganz aussprechen. Das Familienunternehmen ist in Hof im Westerwald und bereits die dritte Generation ist jetzt aktiv im Unternehmen. Also bei euch ist Nachfolge schon einmal gestaltet worden und auf Sicht sozusagen, auch wenn die Sicht noch etwas länger sein mag. Du hast eine Ausbildung als Steuerfachangestellte gemacht, hast anschließend ein Abendstudium bewältigt mit dem Studiengang zur Betriebswirtin. Wenn ich das richtig auf der Kette habe, habt ihr jetzt ungefähr 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die bei euch arbeiten. Die wenigsten, glaube ich, im Homeoffice. Bei euch wird ja richtig geschafft. Ja, das kommt natürlich immer auf die jeweiligen Abteilungen drauf an. Ja, also wo es möglich ist, haben wir schon auch natürlich Homeoffice aktuell. Ja, aber wo wirklich Produktionen und Dinge zusammengeschraubt werden, das geht ja nicht so gut. Korrekt. Dir ist es immer wichtig, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen mitzunehmen bei neuen Gedanken, bei Change-Prozessen. Finde ich sehr sympathisch und ich freue mich, dass du heute bei uns bist, um uns zu berichten, dass das, was die Experten erzählen, nicht nur Theorie ist, sondern wie es denn auch in der Praxis gelingen kann. Ich danke ganz herzlich für die Einladung heute nochmal und herzlich willkommen nochmal an alle Zuhörer heute auch. Dann stelle ich mich selbst nochmal vor. Mein Name ist Cornelia Gärtner. Ich bin ja heute hier selbsternannte Werkstattleiterin, also quasi Moderatorin hier. Ansonsten bin ich Regional Director des BVMW hier in der Region Frankfurt-Rhein-Main. Und mein Job ist es eigentlich, dass die Unternehmer, Unternehmerinnen, die mit mir zusammenarbeiten, ihren Job ein bisschen leichter haben, als wenn sie mich nicht hätten. Also ich unterstütze gerne, wo ich kann, damit sie ihr Unternehmen gut führen können. Die Themen Personalentwicklung, Weiterentwicklung, Digitalisierung, wie gelingt denn der Start, wie gelingt dann die Übergabe, das liegt mir einfach am Herzen und ich freue mich, wenn ich da helfen kann.
Aber jetzt gehen wir ins Thema. Wieso beschäftigen wir uns denn eigentlich damit? Ich habe vorhin die Nachfolgeexperten kurz angesprochen. Das ist eine Gruppe, die seit 5 Jahren jetzt mittlerweile zusammenarbeitet. Wir sind 6 Experten. Und dadurch, dass wir so lange schon miteinander arbeiten, klappt da halt auch die Übergabe vertrauensvoll und gut von einem zum anderen, wenn der Auftrag sich etwas umgestaltet. Ich glaube, da habe ich vorhin genug erzählt über unsere Tools und Werkzeuge. Also sprechen Sie uns einfach an, wenn es da klemmt. Gerne bei mir, ich verteile weiter. Oder auch direkt an die beiden, die heute hier sind. Die Familienbetriebe stehen ja häufig vor der Problematik, wie geht es denn weiter? Wie stelle ich mir das denn vor? Manchmal mag der eine übergeben und weiß nicht genau, wen er damit ansprechen soll. In anderen Firmen machen sich einfach Gedanken, wie wird die Firma überhaupt weiter bestehen? Geht das denn weiter oder nicht? Bin ich als Übergebende gut abgesichert fürs Alter? Die Jüngeren, die auch natürlich nicht übervorteilt werden wollen und einfach auch wissen wollen, wie sie gut behandelt werden, wie das auch mit dem Erbe aussieht. Das will alles geregelt werden. Die Themen werden wir heute hier im Nachgang miteinander besprechen. Und wie gesagt, fragen Sie ruhig dazwischen. Jetzt gucken wir mal, wie sind denn die ersten Schritte? Welche Hebel müssen wir in Bewegung setzen? Wo fangen wir an, wenn das so langsam eingetütet werden soll, wie denn der Betrieb übergeben wird? Wie gestalte ich das? Wie kann so eine Übergabe solide funktionieren in der guten Kommunikation? Schließlich wollen wir ja, dass unser Maschinenpark, ich bleibe mal bei der Werkzeugthematik, auch weiterläuft in der Übergabe, nicht nur danach, wie der gut läuft, sondern dass es möglichst so geschmiert geht, dass die Maschine, sprich das Unternehmen, auch während der Übergabezeit einfach ruckelfrei weitergeben kann. Ja, liebe Angela, wie kommt man denn da ins Gespräch? Wie fängt man das denn da so an? Ja, also erstmal auch guten Tag von mir und ich würde gerne ganz grundsätzlich sagen, auch wenn Sie das Gefühl haben, gut im Kontakt im Alltag mit der potenziell nächsten Generation zu sein, dann geben Sie trotzdem der Nachfolge einen eigenen Prozess und betrachten Sie es auch als Managementaufgabe, die an einem Punkt irgendwann startet. Und genau da ist dann die Frage, wann kann da der Auftakt sein und wie kann der funktionieren? Und dazu einfach erstmal einige wenige Sätze. Oft ist ein Anlass und ein passender Anlass entweder ein Jubiläum, also geschäftlicher Art, könnte es ein Jubiläum sein, könnte auch sein, dass für das Unternehmen eine Weichenstellung ansteht. Manchmal braucht es einen neuen Standort, weil es eng wird. Oder der Standort ist zu groß. Oder ist zu groß oder es gibt Überlegungen, neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Das könnte ein Moment sein, wo ich die nächste Generation einbeziehe, anders einbeziehe, als ich bisher Gespräche geführt habe und vielleicht auch kundtue als Familienunternehmer oder Unternehmerin, wann ich mich mir vorstelle, mein Leben zu verändern. Also manche sagen dann, mit 65 möchte ich gerne ganz raus sein und ich stelle mir vor, 5 Jahre Übergangszeit, nur mal als Beispiel. Also der Anlass kann geschäftlicher Art sein, der Anlass kann aber auch privater Art sein, dass ich sage, jetzt habe ich meine ersten Enkelkinder, ich habe nochmal ganz andere Lebensqualitäten entdeckt oder ich möchte gerne auf große Reise gehen, meiner Ehefrau die Wünsche erfüllen, für die letzten 20 Jahre keine Zeit war. Und dann aber einen Plan machen, also ein bisschen mit Vorlauf einen Plan machen, einen ganzen Zeit geben und vor allem dem Sprechen und dem Zuhören Zeit geben. Das klingt sehr banal, aber das sind ganz, ganz wichtige Elemente. Und für die ersten Gespräche geht es darum, wie bei vielen anderen Gelegenheiten auch, erstmal so eine Basis zu bereiten, miteinander nochmal auf einer anderen Ebene gut in Kontakt zu kommen. Und da empfehle ich auf jeden Fall, erstmal bei sich anzufangen und genau diesen Anlass oder die eigene Planung oder die eigene Voraussicht, die Gedanken, die ich mir schon gemacht habe, kundzutun, also sich zu treffen und eher so der Start so unter dem Motto ein bisschen, welche Fragen bewegen mich gerade und die möchte ich gerne mit euch teilen. Mhm. Und auch gut überlegen, mit wem fange ich das an, wen möchte ich einbeziehen, also da ein regelrechtes Konzept auch draus zu machen. Mhm. Thorsten, du bist ja mit deinen Kunden regelmäßig im Gespräch, auch gerade über vielleicht eine Investition oder wie geht es weiter. Sprichst du aktiv deine Kunden darauf an, wie sie sich das denn so in Zukunft vorstellen oder wie beginnen solche Gespräche? Also auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen nochmal. Und
Also ich spreche tatsächlich meine Kunden aktiv darauf an. Gerade wenn ich neue Kunden bekomme, neue Unternehmer, die zu mir kommen, spreche ich da immer im Zuge des Notfallkoffers auch die Unternehmer darauf an, was ist denn, wenn etwas passiert, wenn dir ein Unfall oder sonstiges ist, gibt es da schon eine Nachfolge, gibt es da jemanden, der sich mit der Firma auskennt? Und in dem Atemzuge komme ich dann natürlich zu dem Thema Nachfolge. Ja. Andere werden wahrscheinlich sich vertrauensvoll an dich wenden und sagen, Mensch, Herr Unkelhäuser, Sie kennen unsere Lage. Ne? Mir genau. Kommt so ein Gedanke, ich möchte mich endlich mal um meinen Mann kümmern. Der muss immer so viel auf mich verzichten. Wie kriege ich das denn hin, so langsam die Übergabe zu gestalten? Also es gibt wahrscheinlich beide. Es gibt beides, ja. Es gibt die jüngere Generation, die dann sagt, ja, wir möchten ein bisschen investieren und würden auch gerne ins Unternehmen von den Eltern mit einsteigen. Mhm. Wie können wir das denn starten? Also okay. Das gibt's. Ja. Bei euch ist das ja relativ geschmeidig gelaufen, der Einstieg. Wie war das denn genau? Du hast die Firma vermutlich ja vorher schon gekannt. Magst du ein bisschen erzählen, wie das so seinen Anfang nahm? Ja, gerne. Also unser Familienunternehmen wurde in meiner frühesten Kindheit gegründet. Das heißt, ich bin damit im Grunde aufgewachsen. Ich habe schon früher viel Zeit mit meinem Vater in den Ferien bei Kunden verbracht. Ich wollte das gerne. Mir hat das immer viel Freude gemacht, mit ihm zu reisen, auch mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter. Und von daher war man ja schon recht nah auch dran an diesem Familienunternehmen, an den Tätigkeiten. Ich habe meine ersten Ferienjobs in der Firma gemacht. Was waren denn da deine, die meisten wissen ja nicht, was SKS Kinkel produziert. Was baut ihr denn? Ihr macht ja keine Autos, sondern? Wir machen Türkommunikation und moderne Gebäudelösung. Also mittlerweile beispielsweise ergänzend auch noch das Thema Paketfachanlagen. Also es ist irgendwas zwischen Klingeln und Briefkasten. Ja, ganz genau. Türkommunikation, das heißt Sprache, Bild, Briefkastenanlagen, Paketfachanlagen, Zutrittskontrolle, also im Grunde alles rund um einen digitalen Hauseingang mittlerweile auch. Und da waren die Reisen mit deinem Vater nötig, um die Kunden aufzuklären, wie wunderbar diese Anlagen sind. Ja, genau. Also sowohl in Deutschland, Skandinavien war damals noch ein wichtiger Markt oder auch natürlich heute auch für uns nach wie vor und Schweiz. Also das waren die Anlaufziele. Und das hat mir einfach immer viel Freude gemacht, das zu begleiten, zu erleben. Und den Kundenkontakt auch zwischen meinem Vater, ja, den Kunden zu erleben. Mhm. Naja, und dann war es für mich aber in jungen Jahren, also in der Jugend, erstmal eigentlich gar nicht das Ziel, in das Unternehmen mit einzusteigen. Ich habe eine Ausbildung im Steuerbüro gemacht, habe dann mit dem Abendstudium begonnen und mir dann aber überlegt, wo kannst du denn das Erlernte jetzt hier gut einsetzen? Mhm. Also ich wollte das irgendwo ja auch gerne einbringen. Und da sah ich eben im Unternehmen meines Vaters ein großes Potenzial. Es waren damals 5 Mitarbeiter, heute sind es knapp 100. Ja, und dann habe ich das proaktiv angesprochen und gesagt, ich habe Interesse daran, ich kann mir das vorstellen, lass uns mal dazu sprechen. Aber dann merkt man ja schon, dass da auch unter euch in der Familie eine gute Kommunikationsmöglichkeit war. Also ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Tochter sagt, Mensch, Papa, ne, ich könnte mir vorstellen, dein Stuhl ist hübsch, könnte ich so mal bei Gelegenheit. Ja, ich muss schon sagen, mein Vater ist bis heute für mich ein ganz großes Vorbild immer geblieben. Der ist leider kürzlich verstorben. Ja, ich hatte das große Glück, ihn noch kennenzulernen. Ist wirklich eine beeindruckende Person. Ja. Das ist ein Charakter. Ja, das war er immer optimistisch in allen Lebenslagen, sich nie hängen lassend. Und ich habe da einfach immer sehr viel Respekt vorgehabt. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander, nicht nur auf der familiären Seite, sondern auch auf der betrieblichen Seite miteinander gehabt. Ja, das hilft schon auch, wenn du sagst, Mensch, ins Gespräch kommen, wie nimmt man sich denn Zeit, wie sage ich es denn überhaupt, in dem Fall nicht meinem Kind, aber wie geht es denn los? Und das fällt natürlich leichter, wenn da eine gute Kommunikation zwischen den Generationen schon am Küchentisch womöglich besteht. Ne? Ja, das ist, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, das ist toll, wenn das so funktioniert. Manchmal ist es aber eben auch schwierig, weil die Kinder sind weiter voraus, während die Unternehmer noch nicht so weit sind, ihr Konzept oder ihren Plan gemacht zu haben. Und da ist auch eigentlich wichtig, frühzeitig den Kontakt, also eben genau so aufzunehmen und auch ein bisschen Zeit zu geben und dran zu bleiben, langsam auch ins Gespräch zu kommen, um etwas gemeinsam zu entwickeln. Und es ist nicht so zu empfehlen, gleich die eigenen Ideen zusammen mit Steuer- und Vermögensberatern zu einem eigenen Konzept zu entwickeln und die ältere Generation direkt mit einer fertigen Erwartung zu konfrontieren. Also das gilt für beide Seiten eigentlich, das nicht zu tun. Also es ist toll, wenn das so läuft und oft ist es auch so, aber es ist auch nicht zwingend die Regel.
Ich habe aber aus unseren Gesprächen auch in unserer Expertengruppe gehört, dass du sowas zwischen Tür und Angel und übrigens mal eben im Vorbeigehen sagen, ich würde dann übrigens gerne die Firma übernehmen, empfiehlt sich nicht so. Also was sind denn gute Rahmenbedingungen? Das ist eben auch der Start, wie ich eben schon mal sagte, dem Prozess ein Format zu geben. Und ich glaube, für die jüngere Generation heißt das auch manchmal ein bisschen Geduld zu haben. Also einerseits schon selbstbewusst die Vorstellung oder den Wunsch, einfach auch selber in Verantwortung zu kommen, sehr wohl zu formulieren, aber auch ein bisschen geduldig und schrittweise gegebenenfalls hineinzugehen. Also es ist immer auch ein Aufeinanderzugehen. Wenn ich da einhaken darf, wird nicht nur für die jüngere Generation, sondern auch für die ältere Generation eine gewisse Geduld mit einzubringen, dass die jüngere Generation nicht direkt sagt, sie möchte jetzt einsteigen, sondern so, ja, ich schaue es mir mal an. Und danach schauen wir wieder weiter. Das war bei dir ja auch so. Du bist ja erst in die Firma eingestiegen. Ja, wir haben uns erstmal unterhalten, wer kann künftig welche Aufgaben übernehmen. Logisch, wenn man nur 5 Mitarbeiter in einem Unternehmen damals hatte, da ist man schnell in verschiedensten Situationen drin, mit denen man sich tief auseinandersetzen muss. Und dabei das Unternehmen ja auch in seiner Tiefe noch besser kennenlernt, den Markt kennenlernt. Und das hat auch gut funktioniert. Mein Vater hatte die große Gabe, der hat mir viel Freiheiten unterlassen, gegeben einfach. Ich konnte da sehr viel mit aufbauen, meine eigenen Wege gehen. Und da danke ich dem einfach für heute, also heute noch sehr, sehr für, dass das so war. Ja, die auch das Vertrauen schenken und die Zeit geben, die Firma und den Markt kennenzulernen. Und ich sage so, jetzt bist du Geschäftsführerin, zack, los geht's. Ja, also genau das ist auch eins der Erfolgsrezepte letztendlich in Familienunternehmen, einfacher umsetzbar in noch etwas kleineren Familienunternehmen, Kinder, Neffen nicht ein Stück weit mitlaufen zu lassen. Und in der Wissenschaft wird das dann das Beobachtungslernen auch genannt. Also dass man sozusagen auch Eltern im Unternehmen erlebt und diese Vorbildrolle im Prinzip in den verschiedenen Altersstufen auch in den verschiedenen Rollen erleben darf. Und da bin ich nochmal bei der Frage nach dem Rahmen zurück. Was hilfreich ist und was wir als Mediatoren und Mediatorin auch immer als Modell im Hintergrund haben, wenn wir arbeiten und wenn wir an eskalierte Konflikte wieder helfen, aufzudröseln und auch die Sachthemen von den Emotionen zu trennen, ist dieser ganz wichtige Aspekt von Unternehmerfamilien und Familienunternehmen, dass wir es immer mit sogenannten Paradoxien zu tun haben, dass eine Familie und ein Unternehmen sich vermischen. Und diese beiden Systeme, die funktionieren eigentlich nach ganz unterschiedlichen Prinzipien. Also ein Beispiel ist Familie, wer dazugehört, gehört dazu, egal was er oder sie tut, was er oder sie lernt. Im Unternehmen wird normalerweise geguckt, wer passt genau für diese Aufgabe auf diesen Platz, was für Kompetenzen, was für Leistungen bringt die Person mit. Und desto stärker die Familie im Unternehmen auch dominiert, desto stärker vermischen sich hier auch die Welten, sage ich mal. Und es ist auch ohne externe Unterstützung, die an bestimmten Stellen immer mal sinnvoll sein kann, wertvoll zu gucken, wenn ich so einen Plan mache und Gespräche auch nacheinander führe, auf welchen Stühlen sitzen wir gerade? Sitzen wir auf den Familienstühlen? Dann können wir das vielleicht auch mal beim Abendessen was besprechen, so, was sind eigentlich deine Lebensziele, in Anführungsstrichen, also wirklich dafür anbraumen und es auch benennen, dass sich die Familienmitglieder ein bisschen darauf vorbereiten können, dass da mal ein Grundsatzgespräch stattfindet. Oder geht es eigentlich eher um ein Unternehmensgespräch? Also geht es darum, ich möchte mal mit euch darüber sprechen, ob wir irgendwo andere Filialen aufmachen, ob wir unseren Standort verändern. Ich möchte euch einfach mal meine Gedanken mitteilen. Können aber auch ganz konkrete Fragen sein, zu denen der Vermögensberater eingeladen wird oder der Steuerberater, die Unternehmensberaterin und sagt, sei doch einfach mal dabei, ich möchte so langsam mehr Wissen auch teilen. Also dieses selber auch gerade dann, wenn es knirscht, nochmal gucken, sitzen wir eigentlich auf den passenden Stühlen? Oder können wir da das Setting nochmal verändern? Ja, man braucht ja schon ein paar Regeln im Miteinander, wenn man Familie hat und Unternehmen und beides ineinander fließt. Also die Regel, das war mir immer mein Wunsch, wenn man selbstständig ist, kreisen die Gedanken immer um Selbstständigkeit. Das ist auch egal, welcher Wochentag. Du hast die Firma immer dabei. Man hat die immer dabei und überlegt immer, wie kann man es vorwärts bringen? Was muss man besser machen? Wo muss man mehr hinschauen? Was läuft gut? Etc.
Und mein Vater ist schon auch von der Generation gewesen. Sonntag war auch natürlich ein Familientag, aber war dennoch gern immer ein Anlass, auch wieder über die Firma zu sprechen. Und da habe ich dann schon sehr häufig auch gesagt, es ist heute Sonntag, ich möchte das heute nicht hören. Weil es ist ja nicht so, dass man sich deswegen nicht damit trotzdem auseinandersetzt. Aber da muss man schon klar auch seine Regeln haben. Natürlich, wenn außergewöhnliche Vorfälle sind, ist es selbstverständlich, dass man auch sonntags über die Thematik spricht. Aber irgendwann muss man auch mal seinen gewissen Abstand finden, um wieder Kraft zu tanken und montags wieder klar, voll Kraft da zu sein. Und im ganzen Zuge dieser Nachfolge fand ich auch eins immer ganz wichtig. Ich hatte nie das Gefühl, dass mein Vater gesagt hat, du musst das hier fortführen. Mhm. Das war nie mit einem Druck versehen. Und das, das finde ich, muss man auch denjenigen, die es fortführen, unbedingt lassen, den Freiraum. Wenn dann eben nach einer gewissen Zeit derjenige, der übernehmen soll, der Meinung ist, er kann es nicht, er will es nicht, dann muss man das akzeptieren in der Familie. Das darf dann nicht zu einem Bruch führen. Wie du sagst, es braucht ja auch wirklich Kraft, immer wieder tanken für das Unternehmerinnensein. Ja. Und sich wirklich einzugestehen, habe ich die Kraft, möchte ich das? Und das ist eben auch was, was du hast, du sonntags nachmittags eben auch immer noch die Firma. Es ist wirklich eine Entscheidung für die Firma, Unternehmer zu sein, heißt halt auch was zu unternehmen. Ne? Ja. Nicht nur zu hocken und sagen, ja, Chef ist schön, der braucht nichts arbeiten, der hat nur ein dickes Auto. Ne? Das ist ja nicht alles. Ja. Du hast auch einen Bruder, der bei euch in der Firma arbeitet. Ja, ne? Genau. Wir machen das schon über 20 Jahre im Unternehmen auch zusammen. Ja, ich habe eben den Bereich der Geschäftsführung und mein Bruder ist im Bereich der Produktion tätig. Ja. Und mittlerweile auch mein Neffe, dritte Generation, der die Vertriebsleitung im Unternehmen hat. Und da bin ich einfach auch sehr, sehr dankbar für die beiden mit an Bord zu haben. Auch meine Mutter kommt noch stundenweise. Also das ist schon noch sehr klassisch Familienunternehmen. Ja. Aber das ist das, was du sagst, da schneidet sich eben Neffe, Bruder, Mutter, Chefin, Tochter. Ne? Also es ist ja wirklich, sich zu überlegen, Wer bin ich gerade und in welcher Rolle spreche ich denn gerade? Das ist wahrscheinlich nicht immer so einfach. Ne? Mal den Geburtstag feiern und mal das Firmenjubiläum sind ja unterschiedliche Anlässe. Ja, das ist eben das Wichtige. Man muss einfach offen kommunizieren. Also über Grenzen, Bedürfnisse, mal Stopp. Was im Miteinander gut ist, was nicht so gut ist. Und sich immer respektvoll begegnen. Das finde ich das A und O. Also ich kannte das nicht, dass mit meinem Vater ein Streit war, wo man abends nicht wieder im Reinen miteinander war. Natürlich gibt es Diskussionen, das gibt es in allen Lebenslagen, die gehören dazu, die sind auch wichtig, finde ich, um ein Unternehmen nach vorne zu bringen. Ja, ist auch lebendig. Ja, weil das ist doch auch sehr gut, wenn die Erfahrung der älteren Generation, die Ideen der jüngeren Generation, das zusammen kann ja eine wunderbare Vision auch geben für das Unternehmen. Ja. Aber was ich auch noch wichtig finde, die Aussage, dass jetzt jemand sich wirklich für die Geschäftsführung entschieden hat und der Bruder zum Beispiel dann in die Produktion geht. Ja. Es muss ja nicht jeder in die Geschäftsführung dann rein, wenn es um das Thema Nachfolge geht, weil er einfach vielleicht sagt, das ist ihm zu viel Verantwortung, er findet das Unternehmen gut, aber er möchte nicht in die Geschäftsführung gehen und da dann auch den Freiraum dann geben und sagen, okay, du musst nicht in die Geschäftsführung, aber kannst trotzdem den und den Partnern übernehmen. Ja, und das ist auch immer gut gelungen und bis heute auch so. Ja, der Neffe ist ja auch nicht direkt Geschäftsführer geworden. Er hat ja noch einen Weg vor sich. Ja, das ist auch wichtig, finde ich. Man muss ja das Unternehmen gut kennenlernen. Ja. Also mir muss ich auch ehrlich sagen, mir war auch nie der Titel Geschäftsführung wichtig. Ich habe einfach immer sehr, sehr gerne in diesem Unternehmen gearbeitet, egal welcher Titel da gerade stand. Das ist nicht maßgeblich, finde ich. Du bist eine Gestalterin, ne? Ich mache das gerne. Ja. Ich hänge sehr an diesem Familienunternehmen. Ich hänge auch sehr an unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Das ist einfach viel Zwischenmenschliches, was erfüllt. Ja. Auch wenn der Titel nicht so wichtig war, kannst du noch rückwirkend also natürlich kannst du das. Wie lange dauert das denn so von deinem ersten, ach, ich bin hier gerade im Abendstudium, ich könnte mir vorstellen, in die Firma einzusteigen, bis der Titel dann auf der Visitenkarte stand? Das hat ja auch rechtliche Folgen, die du sicher auch gut weißt. Ja, also kurz nach der Anfrage bin ich auch ins Unternehmen eingestiegen, das war 99. Und dann war es mir erstmal wichtig, im Unternehmen vieles mit aufzubauen, vieles mit zu gestalten. Wir haben dann die ersten Gespräche 2006 geführt. Ich habe mit meinem Vater zusammen nochmal einen Kurs besucht, Rechte, Pflichten, Geschäftsführer. Dann haben wir uns natürlich mit dem Steuerberater auseinandergesetzt und 2007 bin ich dann mit in die Geschäftsführung eingestiegen. Mhm. Ja. Also schon 8 Jahre. Ja. Ein Weg, den ihr gemeinsam gegangen seid. Ja, ich muss allerdings auch sagen, dass mir im ersten Jahr schon klar war, dass ich das später gerne fortführen möchte. Das war für mich
wirklich nach kurzer Zeit schon keine Frage mehr. Und das finde ich auch wichtig. Wenn man in ein Familienunternehmen einsteigt, dann ist es durchaus legitim, nach einer Weile zu sagen, ich möchte das nicht mehr, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber irgendwann muss man klare Signale setzen. Möchte ich das gegenüber der Familie und auch gegenüber den Mitarbeitern? Mhm. Sonst finde ich das wischiwaschi. Ja, genau. Trotzdem bedarf es ja der Klärung auch gerade in der Übergabe. Magst du noch ein bisschen was? Das ist jetzt für uns nicht das Thema, aber es gilt ja auch immer zu klären, wem gehört jetzt das? Ne? Ist jetzt irgendwie, ist das Grundstück auch gleichzeitig der Geschäftsführerin oder vielleicht lösen wir das einfach von eurem Fall mal ab. Was ist denn bei uns noch so auf der Agenda bei so einer Familienübergabe, Übernahme? Genau, richtig, ist auch ein wichtiges Thema, weil da ja Wechselwirkungen rechtlich, steuerlich solche Themen betreffen. Wenn man da sich schon so ein bisschen geeinigt hat, wohin die Reise geht, dann sollte man wirklich die Beratung suchen von Rechtsanwalt, Steuerberater, Finanzplanern, um da dementsprechend auch die rechtlichen und steuerlichen Themen mit abzubilden und zu gucken, macht es denn Sinn, die Anteile jetzt zu übergeben, weil es vielleicht schon entsprechende Freibeträge gibt oder erst später, was gehört denn alles dazu, was dann wirklich auch übernommen werden soll, wie du sagst. Was gehört der Firma? Was gehört der Firma, was gehört privat dazu? Und was ich auch immer wieder feststelle, gerade bei der älteren Generation, die dann übergibt an die jüngere, so ein bisschen die Angst, kann ich denn meinen Lebensunterhalt dann noch bestreiten, wenn ich die Firma jetzt auch wirklich an die jüngere Generation übertrage? Ja? Mhm. Und dass es da auch wirklich eine Regelung gibt und auch eine Planung schon, wie wird die ältere Generation da dann abgeholt? Spielt das denn, ist das unterschiedlich je nach Gesellschaftsform? Also wenn ich eine GmbH habe, ist es wahrscheinlich anders als Einzelunternehmer oder der Paul Martin eben erzählt hat, ich habe dann meine Anteile verkauft, das ist ja nochmal eine andere Kiste. Möchtest du da noch was dazu sagen? Oder? Also definitiv gibt es da Unterschiede. Rechtlich, von der Haftung her gesehen bei einer Einzelfirma, gilt auch immer das Privatvermögen mit dazu. Und bei der GmbH ist es halt in dem GmbH-Mantel mit dabei, die Haftung. Mhm. Und es ist halt auch bei der Übertragung an sich von der steuerlichen Seite her auch noch ein anderer Aspekt. Also der muss dann zusammen mit Rechtsanwalt, Steuerberater wieder genau angeschaut werden. Aber dann berätst du auch, dass tatsächlich beide zu ihrem auch finanziellen Wohl gelangen. Also dass weder der übergibt, hinterher sagt, ach du lieber Himmel, jetzt ist Hartz IV dran, als auch die übernehmen, nicht so viel Last zu tragen haben, dass man auch eigentlich ausrechnen kann, wenn die Firma pleite ist. Oder? Ja, bei mir ist es eigentlich so, ich bin so in der Position des Partners von dem Unternehmer, dass ich auf den seiner Seite sitze. Wer ist denn der Unternehmer, der Übergeber? Der Übergeber als auch der Übernehmer. Also beides. Ja, ja, genau, richtig. Und gucke da, das Steuerberater, Rechtsanwalt, koordiniere ich dementsprechend die Themen, bereite die Aufgaben vor, dass wir dann in einem Gespräch oder in mehreren Gesprächen da optimal mit reingehen und dann auch schon eine Diskussionsgrundlage zur Entscheidung dann vorliegen haben. Mhm. Weil einfach die Wechselwirkung, wie ich schon sagte, extrem wichtig sind. Ja. Und desto öfter ein Unternehmen schon übergeben wurde, das heißt umso mehr Generationen das Unternehmen auch in der Familie weitergegeben wurde, desto komplexer werden eben auch diese Systeme. Das Unternehmenssystem, sage ich mal, unter Umständen auch, je nachdem, wie es entwickelt wurde, kann sich Eigentum eben auch über mehrere verwandte Familien und über ganze Familienverbände erstrecken. Und dann wird es eben sehr komplex. Und eben sagte Frau Kindl eben auch, dass es auch Regeln braucht. Dann wird das auch richtig formal entwickelt als Familienverfassung oder als Familiencharta. Werden dann Regeln auch festgeschrieben, die dann auch junge Leute, die vielleicht gar nicht ins Unternehmen gehen, die aber zur Gesellschaft dann geworden sind oder werden, dann mit einbezieht. Also um auch ein Bewusstsein für das, was es heißt, ein Familienunternehmen zu haben und auch um Werte weiter zu transportieren. Und vielleicht darf ich noch so ein Bild beitragen, das für viele Themen passt, die wir jetzt schon angesprochen haben, nämlich dieses irgendwann entscheidet der aktuelle Unternehmer, die aktuelle Unternehmerin, ich schaue in die Zukunft, ich möchte ein Konzept machen, ich spreche die Person an oder anders nochmal an und stelle Fragen. Das ist so ein bisschen wie, ich lade andere ein in mein Boot zum Mitfahren, in meine Welt, die ich, also auch in der Vergangenheit oft, eben wirklich sehr entscheidungsstarke Persönlichkeiten, auch oft Alleinentscheider,
Ich lade andere ein, in meine Welt mit mir zu rudern und mich auszutauschen in mein Boot. Und wir sind eine Weile zusammen unterwegs und bewegen das und entwickeln das weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir irgendwo anlanden und ich steige dann aus. Der Steuermann geht. Genau. Und als Mediatorin sage ich dann immer, und dann kann es Phasen geben, wo das mal schwierige Gewässer hat, wo schwierige Passagen zu bewältigen sind. Und da steigen dann die Lotsen oder die Lotsin zu und hilft, da durchzukommen und steigt eben auch wieder aus. Oder lädt noch andere dazu ein, ganz je nachdem. Also das hilft, finde ich, das Ganze wirklich als einen Prozess zu begreifen und als einen Prozess, der neben dem Alltagsgeschäft läuft. Weil jedes Unternehmen braucht auch die Routine oder das bewährte operative Geschäft, um überhaupt weiter existieren zu können, und muss nebenher schon wieder die Innovation planen oder die Übergabe oder was auch immer. Wenn wir bei unserem Maschinenraumbild bleiben, ist es im Prinzip, die Maschine läuft und ab und zu muss mal eine Wartung passieren oder man muss mal wieder Öl nachfüllen, damit das Ding läuft oder so. Also es gibt Leute, die kommen und helfen eben auch, diese Maschine namens Unternehmen wieder flott zu halten, zukunftsfähig zu machen, vielleicht irgendwelche Digitalisierungsthemen nochmal mit anzu. Das war bei euch auch ein großes Thema, ne? Wir holen uns schon auch für verschiedene Themen ab und an einfach mal einen Berater ins Haus. Das finde ich auch immer wichtig. Also wenn man in gewissen Dingen vorankommen möchte, einfach sich objektiven Rat zu holen. Ja. Jetzt nicht was zwischenmenschliche Themen, das haben wir innerhalb der Familie, denke ich, ganz gut gelöst. Ja. Aber für andere Themen rund um, ja, Digitalisierung ist ein gutes Beispiel. Ja. Das war ja auch ein Umschwung, sich dafür zu entscheiden, oder bleiben wir bei der Klingel klassisch oder gehen wir da neue Wege? Und mit Christophers Einstieg ist es ja auch nochmal, als jüngere Generation bringt er ja nochmal andere Ideen auch mit in die Firma schon ein. Ja, ich muss aber auch sagen, wir haben ein ganz großes Glück mit unseren Mitarbeitern, die wir an Bord haben, sowohl im Bereich der Führungskräfte als auch im Bereich der weiteren Mitarbeiter. Das betrachte ich immer als nicht selbstverständlich. Das ist großes Glück und da tragen alle ganz toll zu bei, dass wir als Unternehmen wirklich jährlich gesund wachsen. Ja. Offensichtlich seid ihr gewachsen, sonst wären aus 5 nicht 100 geworden. Ja. Ja. Da ist ja irgendwas passiert inzwischen. Ja. Ja. Ich finde es auch wichtig zu gucken, du hast es eben auch angesprochen, so ein Boot rudert sich natürlich gemeinsam besser, wenn alle irgendwie auch ein ähnliches Ziel haben. Ja. Also das Thema Wertekodex. Ich habe mit dir ja auch schon mal ein Interview führen dürfen oder mit euch dreien damals zusammen. Ja. Ich glaube, das ist für euch sowas, was euch wirklich auch trägt. Ja, so auch mit der Familie als auch mit Mitarbeitern und auch Geschäftspartnern. Das sind eigentlich immer die gleichen Werte, die da, finde ich, ganz wichtig sind. Also Wertschätzung ist das, es ist Vertrauen, es ist Respekt und Ehrlichkeit, Offenheit. Und es ist auch innerhalb der Familie immer Freiheiten zu lassen. Also das heißt, mit Blick aufs Unternehmen die Möglichkeit des Gestaltens zu geben. Das überträgt sich auch, wenn das innerhalb der Familie gut funktioniert und die Familie an verschiedenen Stellen im Unternehmen eben mitarbeitet und das auch transportiert über mehrere Generationen. Dann gibt es ja auch so, man sagt ja auch die Unternehmensfamilie, also langjährige Mitarbeitende wachsen eigentlich ein Stück weit dann rein mit in die Familie. Manchmal transportieren die dann auch noch als gute Vertraute des Vorgängers sozusagen dieses System unheimlich gut weiter mit. Und als Mediatorin sage ich, gleichzeitig ist es eben so, wenn es in der Familie knallt, wenn ich das so mal sagen darf, dann ist es eben auch ruckzuck im Unternehmen und umgedreht. Und da ist es eben gut, dann auch hinzuschauen. Und auch das ist aber ein Lernprozess, damit umzugehen. Also in jedem Unternehmen, was richtig läuft, gibt es auch Konflikte, das ist keine Frage. Und die gehören dazu. Und manchmal bringen die das Geschäft auch gut voran, weil sie die Themen hochbringen, mit denen man sich auch beschäftigen muss. Aber da sind halt die Werte extrem wichtig. Gerade wenn dann die Generation, die vierte Generation vielleicht noch dazukommt, dann wird der Kreis der Familie immer, immer größer. Und wenn da wirklich eine Wertegeneration oder Werte gelebt werden und die auch akzeptiert werden, dann ist es einfacher, da die nächsten Schritte immer zu machen und strategisch auch zu planen. Ja, du hast in der Vorbesprechung auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, da einfach eine Übereinstimmung zu haben. Wollen wir denn, dass es die Firma expandiert, wächst, größer wird? Oder sind wir der Meinung, dass dieses Geschäftsmodell eigentlich abgewickelt werden sollte? Du hast das irgendwie nochmal netter formuliert. Ich weiß gar nicht mehr, wie du das genau gesagt hast, aber da ging es auch so um den Blick in die Zukunft, das gemeinsame Wachsen oder wie, also ich glaube, du hast auch gesagt, es ist wichtig, dass man da einfach gemeinsam in eine ähnliche Zukunft schaut. Das ist richtig. Ich glaube, du hast es schon erwähnt, dieses
die junge Generation mit den fortschrittlicheren, vielleicht digitalisierten Denken, wenn wir jetzt mal davon sprechen wollen, und die ältere Generation, die noch mit den klassischen, ich sag mal, Maschinen vielleicht gearbeitet hat, aber da das Jung und die ältere Generation, wenn die beide sich gut miteinander einbringen und auch mal sagen, okay, ja, das probieren wir jetzt aus, ja, das machen wir jetzt. Ich glaube, das ist wirklich ein extremer Mehrwert für alle und für das Unternehmen auch, dass man da offen ist und auch strategisch dann nach vorne plant und sagt, okay, das probieren wir, so gehen wir jetzt vor und das wird bestimmt gut. Also offen auch sein für Veränderungen. Du hast es vorhin angesprochen, dass Skandinavien ein wichtiger Markt war. Ist es das noch? Das oder ist immer noch sehr, ja, also das ist ein hochinteressanter Markt für unseren Bereich. Ja. War das auch schon so, als ihr 5 Leute wart? Ja, das war einer unserer größten Kunden damals, war in Schweden. Ah, ja. Okay. Ja. Gibt es denn jetzt neue Märkte? Ich meine, das sind ja auch so die unternehmerischen Entscheidungen. Werde ich international? Möchte ich nach Schweden liefern? Oder gibt es neue Märkte, die es zu erobern gilt? Gibt es da eine gemeinsame Zukunftsperspektive? Ja, da beschäftigen wir uns intensiv mit. Der Ausbau der Exportmärkte ist eins unserer wichtigsten Unternehmensziele. Ja. Ja. Und da holst du natürlich jetzt die nächste Generation auch schon mit in die Ideen rein? Oder natürlich? Das besprechen wir immer gemeinsam. Ja, also da gibt jeder seine Vorstellungen. Ja. Und dann wird sich dazu eng ausgetauscht, aber auch mit weiteren Mitarbeitern im Unternehmen. Ja, also das ist uns schon wichtig, dass das keine Entscheidungen immer nur mit 2 Personen sind, sondern man muss die Mitarbeiter einbinden und mitnehmen. Ja. Aber das ist ja das, was wir gemeint haben, mit gemeinsam in die Zukunft gehen. So sagt jetzt einer, juhu, wir erobern die Welt, die anderen sagen, huch, das ist mir einfach viel zu groß. Also rudert man gemeinsam in die gleiche Richtung. Ich finde es einfach auch nochmal ein wichtiges Thema, diese gesellschaftlichen Herausforderungen auch mitzudenken. Also das Unternehmen lebt ja nicht auf einer Insel. Also es geht so um die Innovationen, die aus dem Unternehmen herauskommen. Aber gerade jetzt leben wir auch in einer Zeit, wo unglaublich viel um uns herum passiert, mit dem jedes Unternehmen eben auch umgehen muss. Und gleichzeitig und entwickelt sich da auch ganz viel weiter, auch gerade für die junge Generation. Also nie war ja die Beschleunigung so groß in puncto Digitalisierung. Ja. Und wer da reingewachsen ist, kommt dann auch schon mal ganz anders vorbei, sage ich mal. Und da gibt es auch so langjährige Forschungsprojekte zum Teil zum Thema Familienunternehmen. Und ein Aspekt ist zum Beispiel, der mir gerade noch mal begegnet ist in einem Artikel, ist, dass diese jetzt Next Generation, Next Gen nennen die sich, glaube ich, so in Kurzfassung, eigentlich auch viel teamorientierter für sich selber plant. Also, dass sich so ein Führungsstil auch in den Familienunternehmen, die seit 10, 20 Jahren beobachtet werden, so sich in Richtung mehr Kooperation weiterentwickelt und dass es immer mehr junge Leute gibt, die, wenn sie von ihren Visionen sprechen, von vornherein über geteilte Verantwortung nachdenken, ja, und nicht mehr dieses Einzelunternehmertum anstreben. Und das macht es natürlich im Dialog zwischen den Generationen, je nach Unternehmen kann es das auch noch mal ein bisschen schwieriger machen, vielleicht aber manchmal auch einfacher. Aber das sind solche Aspekte. Also es ist schon eine enorme Vielfalt. Und wenn man sich damit intensiver beschäftigt, dann begreift man eigentlich erst, was diese Einzelunternehmen, die sogenannten Patriarchen auch in der Vergangenheit, was die geschafft haben. Das ist eigentlich unglaublich. Das haben die natürlich auch immer geschafft, weil auch Familie hinter ihnen stand. Das ist aber heute so, man muss wirklich offen sein für Kooperationen. Wir haben auch zahlreiche Kooperationen mit Startups mittlerweile. Mhm. Und ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist auch nochmal mit Blick auf Mitarbeiter. Auch denen muss man natürlich viel Freiheit lassen, im Unternehmen mitgestalten zu können. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also das ist doch das, was ein Unternehmen auch ausmacht, dass man das gemeinsam auf die Beine bekommt und nach vorne geht. Wir sitzen doch da alle im gleichen Boot. Das möchte ich gar nicht, dass man immer sagt, ja, die Geschäftsführung und die Mitarbeiter, sondern man muss gemeinsam sehen, dass man da nach vorne kommt. Ein gleiches Ziel und dann klappt das auch. Wir haben glücklicherweise fast keine Fluktuation im Unternehmen. Hineinfluktuiert. Das ist eine ganz große Aufgabe hier heute auch, ja, Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten. Und da können alle nur gut beitragen. Das geht nur im Miteinander. Ein Team ist ein Team. Darf ich dann noch mal eine Frage stellen? Ja. Sie haben ja, oder du hast gerade auch mal gesagt, dass es ein Prozess über 8 Jahre war, vor man ins Unternehmen kommen und dann tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen. Wann so ungefähr in dieser Spanne von den 8 Jahren wurde das im Unternehmen dann
bekannt gegeben, dieser Weg, dass der da so hingeht? Also wenn das schon relativ früh klar war, wie ist so diese ganze Unternehmensfamilie da mitgenommen worden? Vielleicht gibt es da irgendeinen Aspekt, der nochmal interessant ist. Richtung Unternehmenskommunikation. Ja, genau. Ich denke, das war für die meisten Mitarbeiter vorhersehbar, dass das so kommt. Und wir haben das auch erst kommuniziert, als es soweit war. Okay. Ja. Also die sind so, ja, haben sozusagen die Entwicklung einfach miterlebt. Ja. Genau, ich finde, das ist ja auch wichtig. Man muss ja auch erstmal sich einen gewissen Stellenwert erarbeiten. Man kann ja jetzt nicht, wenn man denkt, ich bin die Nachfolgerin, ich gehöre zur Familie, alles prima, die akzeptiert mich jetzt hier als Geschäftsführerin. So ist das ja nicht. Ich kam aus dem Steuerbüro, ich musste erstmal mich einarbeiten in diese Branche, ins Unternehmen. Ich musste sehr viel lernen im Bereich rund um Elektro, um die Gestaltung mit von neuen Produkten, Aufbau von Vertriebsgebieten. Und das war erstmal alles vorrangig, da wirklich sich reinzuarbeiten und auch gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen, dass man bereit ist, da auch wirklich fleißig loszulegen. Mhm. Und ja, ich denke, das ist gelungen. Ja, und trotzdem die Wertesysteme ähnlich sind, dein Vater war ja eine ganz andere Type, als du das bist. Ja, das stimmt. Wir kommen ja immer so auf die Sachen, hat man den gleichen Blick auf die Zukunft, auf die Dinge. Ganz, ganz wichtig ist aber auch noch die Haltung davor. Und uns ist es als Familie immer ganz wichtig gewesen, auch egal in welcher Situation das Unternehmen gerade war, bodenständig zu bleiben. Mhm. Ich habe das Unternehmen ja von Anfang an kennengelernt. Mein Vater hat das fast ohne Eigenkapital damals gegründet. Es hat im Wohnzimmer angefangen und ist dann im Laufe der Jahre eben expandiert. Dann hat man als Kind alle Phasen mitbekommen. Wirklich sehr, sehr schwierige, auch finanzielle Phasen. Und da bleibt man immer bei der Bodenhaftung. Das ist auch das A und O, finde ich, in so einem Familienunternehmen, dass man sich immer auch an diese Situation gut erinnert und auf dem Boden bleibt. Ich finde das einen ganz, ganz interessanten Aspekt, weil ich kenne auch in den jüngeren Generationen wirklich, also es gibt ja wirklich Kinder, die sagen, ich werde Chef. Die haben die schönsten Büros, die dicksten Autos und eigentlich müssen die am wenigsten arbeiten. Die müssen ja nur sagen, was die anderen machen müssen. Oder andere Ideen, wie eben die alten patriarchalen Strukturen, wo man wirklich das Gefühl hatte, ich mache alles und ein Nachfolger sagt, ich möchte doch nicht jeden Sonntag auch noch arbeiten. Auf keinen Fall trete ich die Nachfolger an. Ich will mich doch nicht genauso kaputt machen, wie meine Eltern das gemacht haben. Also es hat so, ich kenne aus den Unternehmergesprächen beides. Die einen, die Angst haben vor der großen Verantwortung. Die anderen, die Verantwortung komplett unterschätzen und dann die Bodenhaftung zu behalten, zu sagen, ja, ich habe Lust zu gestalten. Ich mag Dinge einleiten, aber auch zu wissen, ja, ich brauche auch die Mannschaft, sonst klappt das alleine nicht. Ne? Mhm. Ist ja auch wichtig zu wissen, dass du die Karre nicht alleine aus dem Dreck ziehen kannst, sozusagen, brauchst du immer mehrere, die auch bereit sind, mit dir zu gehen und dir auch Ideen und Impulse wahrscheinlich mitgeben. Das Thema Verantwortung ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also da muss man bereit sein, die übernehmen zu wollen und auch den Druck standhalten können, der automatisch mit einer Selbstständigkeit verbunden ist. Ja. Das ist so. Ja, da braucht man schon seine Ventile zum Ausgleich. Ja, das glaube ich wohl. Ja. Und sich dafür eben Freiheiten schaffen. Ich glaube, das war Generationen davor eben, dann hast du dich eben nicht geschützt. Dann bist du halt einfach, wie du sagst, was diese Menschen zum Teil geleistet haben, ist schier übermenschlich. Heute sagt man, wir haben ein Führungsteam. Mhm. Da musste alles immer über den gleichen Schreibtisch gehen. Und es gab eine Person, die alles definitiv nochmal abgestempelt hat, was für eine Mammutaufgabe. Und eben auszuruhen auf der Familie, die das dann ertragen und tragen sollte, musste, durfte. Also, aber umso komplexer sind auch solche Entscheidungsprozesse und Findungsprozesse in den Familien heute geworden, weil es soll ja alles denkbar sein. Es gibt immer mehr Patchwork-Familien. Es gibt größere Familien, und also um einfach auf diesen Kontext auch nochmal zurückzukommen. Also diese Herausforderung der Familie und auch sitzt ja nur dem Finanzexperten gegenüber, und Geld ist auch immer eine wichtige Sache, aber nicht nur. Also für einen Ausgleich innerhalb der Familie geht es auch manchmal darum, oder nochmal kurz anders gesagt, früher war es ja auch mal einfacher, weil selbstverständlich der Älteste übernimmt das Unternehmen, wenn ich jetzt mal noch ein bisschen weiter zurückgehe. Das war gar keine Frage. Und dann, wenn dann zum Beispiel der Älteste aber in einem Maschinenbauunternehmen groß geworden ist und selber eine künstlerische Orientierung mitgebracht hat, dann war das eine große Not und eine große Entlastung, wenn jemand Nachkommendes, jüngere Geschwister gesagt haben, wow, ich bin begeistert, ich gehe da mit, oder vielleicht sogar die Tochter, von der man das nie erwartet hat.
Und das sind eben auch Aspekte. Und so einem Ältesten ging es vielleicht dann gar nicht nur um den Ausgleich, was er jetzt an Geld oder so bekommt, sondern mit gutem Gewissen und von der Familie akzeptiert und angenommen, sein Ding machen zu können und dafür vielleicht, was weiß ich, über einen längeren Zeitraum eine Auszahlung oder sowas zu bekommen. Also was vielleicht auch im Interesse der jeweils übernehmenden Unternehmer ist, dass nicht alles auf einmal gezahlt werden muss. Also das ist nochmal auch so ein Appell, auch Kreativität zuzulassen. Also einerseits sage ich als Mediatorin Kreativität bei der Suche nach Lösungsoptionen, wenn man sich nicht so einig ist. Und auch Nein sagen dürfen und immer wieder diese Offenheit. Da komme ich jetzt schon so in Richtung Tipps. Aber also ich wollte nochmal diesen Aspekt der Familie nochmal ein bisschen wieder reinholen und diesen Ausgleich, diese Fairness dann letztendlich auch, wo... Aber ich das auch, auch selber in Fällen erlebt habe, dass gerade bei Senioren, die schon gar nicht mehr im Geschäft sind, die noch eine ganz wichtige Rolle dafür spielen, dass es allen in der Familie auch gut geht. Allen im Unternehmen und allen in der Familie. Also die da mit 85 Jahren auch sitzen und dann beim Familienfest sagen, geht's dir auch gut, geht's dir auch gut, geht's dir auch gut. Ja, aber das war bei uns auch so. Ja. Also mein Vater also das, ist auch ein bisschen schwer krank wurde. Das hat einen größeren Wert. Im Unternehmen täglich noch gewesen. Mhm. Wir haben auch immer viel Wert drauf gelegt, ihn zu informieren über die laufenden Geschehnisse, dass er immer das Gefühl hatte, er ist noch dabei. Und das fand ich immer wichtig. Und für euch beide ja gut, ne? Ja, genau. Er wird nicht abgeschoben, auf dich wollen wir nicht mehr haben, du hast keine guten Ideen mehr, ne? Also das auch wirklich immer wieder einbeziehen zu können. Ich glaube, da habt ihr beide oder alle, die ganze Firma, eine gute Leistung hingelegt, dass er seine Qualitäten einbringen durfte, solange er es eben gut konnte. Ich denke, das ist uns da wirklich gut gelungen, ja. Die Firma, also auch die Familie profitiert ja davon. Ja. Ich gehe mal in die Abschlussrunde. Fragen haben wir irgendwie keine offenen. Ihr dürft uns gerne Dinge fragen. Wenn dann im Nachgang noch was auftaucht, Thilo, jetzt wäre dein Teil dran. Du darfst gerne die E-Mail-Adressen einblenden. Also wenn im Nachgang noch Fragen aufkommen, die hier nicht gestellt werden sollten, sowohl Angela als auch Thorsten freuen sich da über eure Anfragen, um da Unterstützung anzubieten. Und die Uhr läuft auch nicht in der ersten Viertelstunde. Also da könnt ihr gerne einfach mal nach Terminabsprache sozusagen per E-Mail euch mal anklopfen. Die beiden helfen euch gerne bei den ersten Schritten. Was ist denn dein konkreter Tipp heute? Also es geht jetzt los. Ich möchte jetzt mal anfangen, darüber nachzudenken, meine Firma zu übergeben. Was ist dein Tipp? Wie fange ich es denn an, wenn ich zuerst bei dir lande? Also mein Tipp wäre, offen und ehrlich mit der Familie drüber zu sprechen. Und auch zu akzeptieren, wenn jemand sagt, nein, er möchte nicht. Oder er möchte nicht in die Geschäftsführung reintreten, sondern vielleicht nur eine gewisse Abteilung zu übernehmen. Das ist eigentlich mein Tipp. Also ganz für den Anfang offen in die Gespräche reingehen und einfach erstmal zuhören und die Argumente oder die Vorstellungen austauschen. Und ich dachte, du sagst mir, ich soll erstmal meinen Notfallkoffer bestücken, ordnungsgemäß. Das ist parallel, genau. Das ist parallel. Ja, das ist ja wirklich heute auch mit dem ganzen digitalen Krempel. Ich glaube, wenn jemand jetzt mein Büro übernehmen wollte, also heute ist es ja nicht mehr unbedingt der Schlüssel zum Werkstor, aber tatsächlich, wenn da die Passwörter nicht da sind, also alleine solche Dinge mal rechtzeitig zu überlegen, kann denn eigentlich jemand die Firma weiterführen oder ist das alles hier oben in dem persönlichen Blumenkohl gespeichert? Also vor allem, was viele nicht. Sichern meine ich jetzt mit dem Blumenkohl. Was viele nicht bedenken, dass es ja mittlerweile auch durch den Bundesgerichtshof ein Urteil gibt, dass es den digitalen Nachlass gibt. Also nicht nur das Unternehmen an sich rechtlich gesehen, sondern auch alles, was digital ist. Also wenn das Unternehmen oder ich privat ein Facebook, LinkedIn oder sonstiges Account habe, auch das ist Erbmasse. Mhm. Und auch darüber sich Gedanken machen, wer hat dann Zugang zu diesen Konten, damit da was passiert. Also zum Teil schon mal ein Testament aufsetzen, bevor nicht man nur zum Teil, Schmerzen sondern, hat, sondern das gehört da genau, richtig. Mit rein. Aber auch Patientenverfügung und Betreuungsfirma. Also wenn ich das nochmal genauer wissen will und sage, Mensch, jetzt bin ich tatsächlich auch schon über 30. Ich sollte da mal drüber nachdenken, deren Gespräch mit dir in jedem Fall anzuraten. Ganz, ganz wichtig. Wann darf ich dich denn anrufen? Okay, wir sprechen dazu. Also Dankeschön für den Impuls nochmal. Du hattest, glaube ich, dein Tipp war ähnlich oder möchtest du da noch was Neues ergänzen? Ja, ich möchte noch was ganz Grundsätzliches nochmal ergänzen. Ist schon vorgekommen, aber dieses Selbstbewusstsein oder den Mut zu haben, wenn es schwierig wird an irgendeiner Stelle, sich Unterstützung zu holen.
Also ich als Mediatorin komme oft dann ins Spiel, wenn ein Konflikt schon sehr eskaliert ist und wenn es sehr mühsam ist, wenn schon viele Verletzungen stattgefunden haben. Und sage mal, das ist nicht unbedingt nötig. Also sich eine Prozessbegleitung oder aber auch eine Expertise. Manchmal gibt es ja auch Missverständnisse oder Fehlinformationen, die dazu führen. Manchmal also wenn man sich die Neugier auf den anderen. Die Neugier auf den anderen ist auf jeden Fall das eine, aber das andere ist dann, wenn man merkt, man ist vollkommen unterschiedlicher Meinung, kommt nicht gut zusammen, hat aber auch von Fakten unter Umständen unterschiedliche Meinungen oder aber weiß auch, das geht auf Beziehungskonflikte zurück, die ganz alt sind, die dann wieder hervorbrechen in Familien, ganz klar, manchmal auch, wenn Krankheit mit im Spiel ist oder so etwas, dann das kann man so rational nicht gut erfassen, sich dann Unterstützung zu holen. Also, du brauchst also die Familienmediatoren sind die einen, die ich dabei im Blick habe, aber genauso die ganzen Kollegen, der Nachfolgeexperten. Also Prophylaxe statt Pflaster. Genau, die Schwelle so ein bisschen niedriger zu hängen, sich das zu trauen. Also ich denke, die anderen Tipps habe ich schon geschickt untergebracht. Oder? Ich glaube, ich habe einige davon mitbekommen. Claudia, was ist denn dein beherzter Tipp für die, die ja vielleicht auch übernehmen wollen? Von Anfang an und auch während der gesamten Zusammenarbeit die Punkte, Bedürfnisse, Wünsche und auch Schwierigkeiten immer offen anzusprechen. Und ja, einfach auch demjenigen, der es übernehmen soll, die Freiheit zu lassen, ob er es wirklich möchte. Und demjenigen, der es dann tut, rechtzeitig ein Signal zu senden, dass er auch wirklich bereit ist. Und immer bodenständig bleiben. Immer mal gucken. Also, halt es wirklich für ganz, ganz elementar. Ja. Wie kriegen wir das hin? Boot fahren und bodenständig. Ja, dann darf ich mich von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für euer Interesse. Ich kann euch nur anbieten, auch wenn ihr völlig andere Themen habt, Praktikantenstelle zu besetzen ist. Jetzt gibt es ja momentan auch viele Themen, die auf uns einprasseln, die aus ganz anderen Richtungen kommen. Sprecht mich gerne an. Mein Job ist es tatsächlich, euch das Leben etwas als Unternehmer, Unternehmerin zu erleichtern. Ich freue mich da über die entsprechende Ansprache. Wir haben jetzt den Botschafter aus Guatemala demnächst hier zu Gast in Frankfurt. Wir haben eine Tour durch die Baustelle vom SV 98, wer Fußball begeistert ist. Wir gehen demnächst mit einer kleinen Gruppe zu den Skyliners, die auch zu unserem Verband gehören. Also wir sind ein ziemlich lustiger Haufen. Dich habe ich gerade eingeladen zum Runden Tisch Finanzen, der stattfindet. Also wenn ihr Lust habt, Veranstaltungen zu besuchen, zum Teil auch wieder in Präsenz, mit aller gebotenen Vorsicht oder weitere Webimpulse, sprecht mich einfach an. Ruf mich an, heißt dieses Programm sozusagen. Also nehmt gerne Kontakt mit mir auf, ob es Interesse an Veranstaltungen ist oder Themen, die euch berühren. Oder ihr sagt, der BVMW ist eine tolle Truppe, da mag ich mitmachen. Die Tür ist offen, ich freue mich auf ein Wiedersehen hier an der Kamera. Gerne mit euch hier wieder und bin gespannt, wann ich das nächste Mal hier bei EquipMe vor Ort bin mit einem neuen Webimpuls. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, bleibt gesund, munter, genießt die Sonne und habt auch positive Gedanken. Jedes Lächeln hilft dem Frieden, seitdem habe ich ein Dauergrinsen am Gesicht. Vielleicht hilft es, ist auf jeden Fall aller Ehren wert und macht meinen Mitarbeitern momentan große Freude. Habt einen schönen Tag, ich sage auf Wiedersehen und auch euch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für das Interesse. Schönen Tag.